So, moin und herzlichen Glückwunsch zu diesem neuen Stream. Wir schreiben Freitag, den 20.01.2023, den Tag, an dem leider meine Katze gestorben ist, beziehungsweise wir sie haben einschläfern lassen müssen. Deshalb bin ich heute nicht ganz so geil gelaunt wie sonst, aber weil ich noch überhaupt nicht müde bin, dachte ich, ich fahre noch ein bisschen Rallye und warum soll ich euch nicht mitnehmen zu einer kleinen Spritztour am heutigen Freitag. Und auf geht's los. In diesem Sinne, willkommen zurück zu unserem ruckeligen Stream. Ich sehe gerade schon wieder, wir droppen 25% unserer Frames. Jetzt nur noch 12%. 11. 11,8. 11,7. 11,5. 11,4. Tendenz fallend. Okay, wir haben anscheinend am Anfang wieder Frames gedroppt. Warum auch immer. Ja, warum sollte heute auch alles glatt laufen? War schon ein ziemlich komischer Tag heute. War eine wilde Woche und war ein beschissener Abschluss für eine sehr, sehr wilde Woche. Ja, sorry, dass ich direkt mit so einem Tränendrüsen-Thema anfange. Aber es ist leider mal ein Fakt, dass Haustiere nicht ewig leben. Und leider hat es heute unsere Katze erwischt. Ja, so ist es leider. Ja, ich wollte es einfach nur vorausschicken, nicht um auf die Tränendrüse zu drücken oder um Beileid zu erschleichen oder sonst irgendwas. Einfach nur als Erklärung, warum ich heute eventuell nicht so spaßig drauf bin wie sonst. Ich will das gar nicht an die große Glocke hängen. Naja. So, auf jeden Fall bin ich jetzt hier. Ja, schönen guten Abend Carnage und Tom und vielen Dank für die Anteilnahme. Aber wie gesagt, darüber wollte ich eigentlich nicht sprechen. Das war jetzt nur zum Einstieg, um zu erklären, warum ich heute nicht so gut drauf bin wie sonst. Aber die täglichen Rennen wollen natürlich gefahren werden. Und weil ich heute noch nicht dazu gekommen bin, aus Gründen, werde ich das jetzt machen mit euch zusammen. Ja, Tom hat es nicht mitbekommen, weil es am Anfang war. Wir mussten leider unsere Katze heute einschläfern lassen. Und das... Es kam recht unerwartet. Wir haben damit gerechnet, dass es nicht mehr allzu lange dauert. Aber dass es jetzt dann doch in der Geschwindigkeit gegangen ist, damit hätte keiner gerechnet. Und das ist dann halt auch immer in so einer Endgültigkeit, die man dann halt erstmal verdauen muss. Wenn man so ein Tier fast 14 Jahre bei sich gehabt hat. So. Ja, nee, wie gesagt, also so unerwartet kam es gar nicht. Wir haben das schon kommen sehen. Der Gesundheitszustand war jetzt schon länger nicht der beste. Um nicht zu sagen ein schlechter. Aber die war eigentlich noch putzpudelmunter. Deswegen haben wir das nicht früher in die Wege geleitet. Aber jetzt war halt, die letzten zwei Tage waren ziemlich fies. Und dann haben wir heute mal den Fachmann drüber schauen lassen. Hey Stefan, schönen guten Abend. Ja, kein Stress, alles gut.
so Sachen passieren eben. Wie gesagt, ich wollte auch jetzt gar nicht da das Fass aufmachen, aber ich wollte es jetzt auch nicht verschweigen und dann einfach streamen und so tun, als wenn nichts wäre. Eigentlich wollte ich gar nicht streamen, sondern mich in meiner Trauer unter die Decke kuscheln und auf der Couch meinen Abend verbringen. Aber sorry, das war... Ich hoffe, ich bin noch da. Da ist mir das Stream Deck runtergefallen und ich habe kurz auf den Opener gedrückt. Hab dann aber direkt wieder zurückgedrückt. Scheiße. Ja, der Carnage hatte den Opener nur halb gesehen. Da dachte ich, feuer den nochmal ab. Nee. Ja, eigentlich wollte ich mich verkriechen. Aber sich in so Situationen dann in Selbstmitleid zu suhlen, hilft dem Tier dann ja auch nicht mehr. Und ja, hilft mir halt auch nicht. Interessanterweise haben wir jetzt das Video von Mutti im Hintergrund verloren, oder? Das war doch eben noch da. Das ist ja interessant. Wartet mal. Ich gehe mal kurz in Racing. Wieder zurück. Ah, da ist es wieder. Mutti, du warst kurz weg. Ja, Mutti ist auch in Trauer. Wie ihr seht, hat sie ihren traurigen Bademantel angezogen. Was war das? Ja, das war mein Stream Deck, was runtergefallen war und ist ausgerechnet auf den Knopf vom Opener gekommen. Deswegen hat sich das jetzt so komisch ergeben. So, aber jetzt mal weg von unserer Katze. Vielen Dank für die Anteilnahme. Sie wird auf jeden Fall es jetzt besser haben, wie man immer so schön sagt. Zumindest muss sie jetzt keine Schmerzen mehr leiden, weil das bringt dem Tier dann ja auch nichts, wenn es so vor sich hin vegetiert. So, ja, wir schauen heute uns die Tagesrennen an. Ich habe noch nicht reingeguckt. Percy hat mir vorhin einen Screenshot geschickt, aber ich habe jetzt schon wieder vergessen, was gefahren wird. Deswegen gucken wir gleich selbst rein. Ich möchte aber vorher eine Kleinigkeit testen. Und zwar haben wir ja leider auf der Konsole immer noch den... Ich nenne ihn nicht mehr den Gasbug, weil es ist tatsächlich nicht das Gas, was nicht richtig funktioniert, sondern die Kupplung. Die Gasannahme funktioniert eigentlich so wie gewollt. Aber komischerweise funktioniert die Kupplung nicht so, wie sie soll. Okay, langsam wird es mir unheimlich. Eine Freundschaftsanfrage habe ich nicht. Nee, sonst würde mir die angezeigt werden. Stefan. Hab nichts bekommen. Es sei denn, du spielst auf dem PC und ich kann deshalb deinen Namen nicht sehen, weil ich glaube, ich hatte gestern eine anonyme Anfrage. Ah, guck mal da, erhaltene Anfragen. Okay. Ja, natürlich annehmen. Ja, sorry, die wurde mir gerade gar nicht angezeigt, ne? Hast du selbst gesehen? Normal wird die ja auf der Startseite angezeigt, aber irgendwie hat er die nicht angezeigt. So, komm, ich lade dich auch gleich noch ins Team ein. Weil ich glaube, wir haben noch einen Platz frei. In unserem Team. Ich muss gerade mal gucken, wie es aktuell aussieht. Nicht, dass ich lüge, aber ich meine, es müsste noch ein Platz frei sein. Genau. Da ist noch der letzte Platz zu vergeben. Das freut mich aber sehr, dass der an dich geht. Coole Sache. Also, ich tue mich momentan schwer mit WRC. Also, was Story angeht, komme da nicht auf einen grünen Zweig. Du meinst die Karriere? Hm. Okay. Woran liegt das denn, Tom Gamer? Bist du einfach zu langsam? Also, siehst du da kein Land? Oder kommst du gar nicht mit den Strecken zurecht? Gehst du DNF? Also, kommst du gar nicht ans Ende, weil die Karre vorher kaputt gefahren ist? Wie läuft das denn ab? War auch gerade vorhin erst installiert. Ah, okay, alles klar. Dann auf jeden Fall herzlich willkommen in der WRC-Family. Und herzlich willkommen dann im Rallye-Club demnächst. In unserem Team muss ich dich einladen. In den Club kannst du selbst beitreten. Also das ist da, wo wir die Events starten werden. Da kann ich dir nur raten, da auch hinzuzustoßen. Das ist dann im Prinzip das Äquivalent zu unserem RaceNet Club von Dirt Rally 2.0. Ja, genau, bin immer auf dem letzten Platz. Hm, okay. Du weißt, dass du die Gegner Schwierigkeit runterstellen kannst, oder? Weil dann würde ich dir raten, einfach mal einen niedrigeren Schwierigkeitsgrad zu versuchen und dich dann mal langsam ranzutasten. Und was ich auch machen würde,
wäre, die Ligen zu fahren und zumindest die Rookie-Tagesevents zu fahren. Weil da ist es im Prinzip egal, wie schnell du bist. Ne? Da geht es ja quasi nur um, ob du kriegst du viel Punkte oder kriegst du wenig Punkte am Ende des Tages. Und da geht es quasi um nichts. Und da kannst du einfach durchheizen. Wohingegen die Karriere ja schon so ist, dass man da gewinnen will. Hey, Semmelbösel, schönen guten Abend. Habe lange gebraucht, für eine Einstellung zu finden, wo ich zurechtkomme. Du hast eine DD Pro, ne? Hast du meine Einstellung mal versucht, die ich in der ersten Sendung gezeigt habe? Falls du die nicht mehr weißt, kann ich die gerne nochmal zeigen. Dann kannst du das Video im Nachgang einfach pausieren und dir mal angucken, wie ich das eingestellt habe. Oder geht's nicht um die Lenkrad-Einstellung? Weil ich habe ja hier einiges umgestellt im Force Feedback und so. Ey, und ich frage mich, was das für ein scheiß Bug ist, ne? Ah ne, okay. Jetzt steht der Lenkradwinkel auf 420. Gestern bin ich eingeloggt und da war der Lenkradwinkel auf 180 Grad. Und ich habe den nie auf 180 Grad. Hey, kannst du nachher mal die anderen Teamteilnehmer noch aufrufen, das Porsche-Event zu fahren? Wir brauchen die Punkte, egal welche Platzierung. Nee, ich werde niemand aufrufen. Ich weiß, dass zwei von uns, die regelmäßig fahren, heute auf der Nachtschicht sind. Deswegen sind die wahrscheinlich nicht gefahren. Und ansonsten, ich fahre es ja gleich noch. Und vielleicht fährt der Stefan Bitwerknet es auch noch. Aber nee, ich mache keinen Aufruf. Die Leute sollen so fahren, wie sie Zeit haben. Ihr habt eine Einstellung probiert, war mir zu leicht. Keine Kontrolle über das Auto. Hey! Du kannst ja das Force Feedback jederzeit hochstellen. Ja, du kannst ja die Gesamtkraft hochstellen. Einfach auf 80% oder so. Aber ich meine jetzt hier von den anderen Einstellungen. Weil ich habe das schon ungefähr so eingestellt, wie dass es sich anfühlt wie bei Dirt Rally 2.0. Und das funktioniert sehr gut. Ja, so, aber eine Sache wollte ich noch testen und zwar, vorhin habe ich angefangen davon zu erzählen, wir haben ja auf der Konsole leider immer noch den Kupplungsbug, das heißt, kann ich euch gleich zeigen, wir gehen mal in ein schnelles Spiel, wir gehen mal in eine Strecke, die relativ gerade anfängt, ich glaube Freisen umgekehrt, fängt relativ gerade an, da kann man gut heizen, stellen wir auf Mittag, klarer Himmel. Nehmen den guten Jahres und dann zeige ich euch, was ich meine. Habe ich ja gemacht. Ah, okay. Also hast du nur die Gesamtstärke verändert, aber nicht das Verhältnis der einzelnen Kräfte untereinander, so wie ich es eingestellt habe. Weil klar, ein bisschen Gegendruck braucht man, ne? Aber die Wheelbases haben ja unterschiedliche Stärken, ne? Und ich betreibe meine Wheelbase ja auf 100%. Und ich finde, die ballert schon an manchen Stellen gut rein. Und wenn du mal drauf geachtet hast, fahre ich in Rallye 99% der Zeit nur mit einer Hand. Weil ich die andere Hand eigentlich permanent am Gashebel habe, beziehungsweise an der Handbremse. Und wenn du dann mehrere Stunden Rallye am Stück fährst, ist es einfach zu ermüdend, wenn du das Force Feedback zu hoch hast. Deswegen habe ich das standardmäßig schon ein bisschen niedriger als vielleicht der Normalsterbliche. 3, 2, 1. So, ich zeige euch nochmal kurz den Kupplungsbug. Achtet mal unten rechts auf die Eingabe, ne? Da seht ihr, mein Gaspedal ist grün, mein Bremspedal ist rot. Ne? So, Gaspedal grün, Bremspedal rot. So, wenn ich jetzt langsam anfange Gas zu geben, seht ihr, wie die Umdrehungen steigen. Ne? So 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5 und so weiter. Normalerweise sollte es so sein, wenn ich jetzt den ersten Gang reinballer, dass wenn ich langsam Gas gebe, dass das Auto losfährt. Wie ihr seht, ist das hier aber nicht der Fall. Ich bin bei 3000 Umdrehungen, 3500 und kurz vor 4000 schnappt erst die Kupplung zu und das Ding fährt los. Das ist ein Bug. Der sollte so nicht sein. Jetzt habe ich mich gefragt, bei Dirt Rally mache ich es ja am Anfang so. Ich fahre nochmal zurück. So, bei Dirt Rally mache ich es ja am Anfang so, ich mache den ersten Gang rein, ziehe die Handbremse, gebe dann Vollgas
und lass dann die Handbremse los, um loszufahren. 20 links voll und rechts voll innen halten. Links 6 macht zu, innen halten 80. Oh, Moment. Achtung, scharf rechts, leicht schneiden und rechts voll. Das hat jetzt so ungefähr 45 Sekunden gedauert. Jetzt wollte ich wollte nämlich mal testen, wie das hier ist mit den Zeiten, ob das sich überhaupt lohnt, so zu starten, weil ja dieser Kupplungsbug da ist, oder ob es einfach besser wäre, aus dem Stand loszufahren. Das will ich jetzt mal prüfen. Also wir haben ungefähr 45 Sekunden bis zu diesem Schild gebraucht. 3, 2, 1, los! Jetzt mache ich mal einen ersten Gang so rein, gebe einfach Gas. 20 links voll und rechts voll innen halten. Links 6 macht zu, innen halten 80. Ach scheiße, bin ich dumm. 9 Sekunden. Bin ich dumm. 9 Sekunden. Ich habe ja die ganze Zeit gestanden vorhin. Da ist ja die Zeit schon gelaufen. Ich habe ja Strafzeiten gekriegt. Okay, wir merken uns 9 Sekunden ungefähr. Jetzt versuche ich es auf die Dirt Rally Art. Achtung. 3, 2, 1. Anbremse. Wir sind unterwegs. Und los geht's. 20 links voll und rechts voll innen halten. Links 6 macht zu, innen halten 80. Da war ich doch jetzt fast eine Sekunde langsamer, oder? Obwohl das normalerweise die schnellste Art des Losfahrens ist, ne? Bei Rallye fährt man normal immer so los. Aber hier habe ich echt das Gefühl, dass es hier effektiver ist, den Gang einzulegen und einfach nur loszufahren. 3, 1, los geht's! 20 links voll und rechts voll innen halten. Links 6 macht zu, innen halten 80. Scharf rechts, leicht schneiden, rechts voll 150. Okay, das waren jetzt so 9,8 Sekunden und eben waren es 10 Sekunden. Vielleicht ist es doch fast egal, wie man losfährt. Ich glaube, dann fahre ich lieber so los, wie ich immer losgefahren bin, weil ich das halt so drin habe, damit ich das nicht verlerne, wenn irgendwann der Gasbug mal weg ist. Wir sind unterwegs. 20 links voll und rechts voll innen halten. Links 6 macht zu, innen halten 80. Ja, ich glaube, das gibt sich nicht viel. Was man alternativ noch versuchen könnte, wäre im Leerlauf Gas zu geben und dann, wenn es losgeht, einfach in den ersten Gang zu schalten. Mal gucken, was dann passiert. Das wäre noch Variante 3. 3, 2, 1, los! 20 links voll und rechts voll innen halten. Links 6 macht zu, innen halten 80. Boah, shit, ey, da war ich jetzt nicht so auf. War ich jetzt nicht so auf Linie, aber ich glaube, das gibt sich auch nicht viel, ne? Es ist echt gehüpft wie gesprungen. Ich glaube, dann mache ich so, wie ich es die ganze Zeit gemacht habe und fertig. Dann mache ich mich da gar nicht verrückt, weil mehr als 1/200 spare ich da eh nicht ein. Also ja, der Gasbug ist immer noch allgegenwärtig. 1. Man kann ihn halt umgehen, indem man nicht in den ersten, sondern in den zweiten schaltet. Da hat man sofort Gas, ne? Links voll und rechts voll. Also der Bug besteht nur im ersten Gang. Wenn ich hier Gas gebe. Auch das, ne, dass es so springt. Was soll das? Ja, jetzt funktioniert er. Jetzt funktioniert er wieder nicht, ne? Also es ist wirklich komisch mit dieser Kupplung. Und ich habe schon geschaut, selbst wenn man die automatische Kupplung ausmacht, ich habe leider kein Kupplungspedal, ich müsste mir dann eine Taste belegen, aber selbst wenn man die automatische Kupplung ausmacht, macht er das auch. Also es ist irgendwie, ich mache mal gerade noch TCS aus, weil ich sehen will, ob das was an der Beschleunigung verändert. Sollte es ja theoretisch. TCS habe ich übrigens an, damit die Räder nicht durchdrehen, weil durch den Gasbug ich ja quasi immer Vollgas gebe aus den Kurven raus. Jetzt sage ich doch wieder Gasbug, ist das eigentlich ein Kupplungsbug? 3, 2, 1, wir sind unterwegs. 20 links voll und rechts voll innen halten. Links 6 macht zu, innen halten 80. Achtung, scharf rechts leicht schneiden. Oh, jetzt war ich aber. Jetzt war ich aber ungefähr 200stel schneller, ne, als vorhin. Okay, wir versuchen nochmal die normale Version. 3, 2, 1, auf geht's. 20 links voll und rechts voll innen halten.
Links 6 macht zu, Innenhalten 80. Achtung, scharf rechts leicht schneiden und rechts voll 150. Okay. Also ich glaube, ich lasse mal TCS aus und guck mal, wie es damit läuft, weil zumindest beim Start bin ich schneller, wenn ich ohne TCS fahre. Okay, dann versuchen wir mal die ersten Etappen ohne Traktionskontrolle zu fahren. Wenn ich dann zu sehr durchdrehe auf der Hinterachse, dann kann man es ja nochmal zuschalten. Wobei, wir haben ja hier... Ja, es kommt drauf an. Vielleicht haben wir auch Allradfahrzeuge, dann ist das eh nicht so erheblich. Mal schauen. Wir gucken mal, wie es läuft. So, der Jimmy Bond ist in der Zwischenzeit gekommen. Schönen guten Abend. Das Wochenende wieder erreicht, jawohl. Auf der Straße komme ich eigentlich gut klar, aber auf Schnee komme ich momentan noch nicht zurecht. Ja, in der Karriere fängt es auf Schnee an, ne? Deswegen, das ist ein bisschen nervig. Wobei man sagen muss, man gewöhnt sich dran. Schnee und Eis war aber auch in Dirt Rally das Schwierigste. Das muss man halt dazu sagen. Es ist halt kein leichter Untergrund, ne? Das dürfte auch klar sein. Da ist es schwer, Geschwindigkeit zu halten. Und da empfiehlt es sich tatsächlich auch mit Traktionskontrolle zu fahren. Damit man wenigstens ein bisschen besseren Vortrieb hat. So, wir schauen uns jetzt mal an, wie es im Team aussieht. Ich habe jetzt schon Schiss vor dem Porsche-Event. Da werde ich auf jeden Fall die Traktionskontrolle anmachen, denke ich. Weil den zu kontrollieren ist wirklich nicht so einfach. So, wir fangen dann jetzt erstmal auf Schnee an. Da können wir eigentlich auch die Traktionskontrolle wieder reinmachen. Ich fahre jetzt mal die erste Runde ohne und dann sehen wir einfach, was passiert. So, wir fahren die Croxieux und zwar umgekehrt. Ich weiß gar nicht, ob mir die bekannt ist. 8,3 Kilometer. Ich spare mir das Warm-up. Wir haben ja 3 Versuche. Ich brauche kein Warm-up. Ich hatte ja eben ein bisschen Warm-up. Ich bin angefahren. Lass bei dem Porsche TCS aus. Okay. Ja, ich muss erstmal gucken. Ich bin noch nie ohne TCS gefahren. Das habe ich relativ am Anfang aktiviert, als ich gemerkt habe, dass man hier fast nur Vollgas fahren kann mit dem scheiß Kupplungsbug. Und das sind jetzt eh meine ersten Runden ohne TCS. Ich muss sehen, wie es für mich läuft. Und wenn ich das Gefühl habe, dass es mit TCS besser war, dann werde ich es anmachen. Also, da führt kein Weg dran vorbei, ne? Dein guter Rat in Ehren, aber ich höre da schon auf mein Bauchgefühl und wie es sich für mich am geilsten anfühlt. Ja, das muss aber ja nicht heißen, dass ich genauso damit zurechtkomme wie du. Wenn du mal schaust, hast du viel bessere Zeiten als ich. Das heißt, du bist ein ganz anderer Fahrer. Das kannst dich doch gar nicht mit mir vergleichen. Ne? Ich bin ja noch am Üben. Und solange ich noch nicht so fit bin, ist das vielleicht auch ganz gut. Aber ich fahre jetzt erstmal ohne TCS. Schönen guten Abend, Artus. Ich grüße dich. Schön, dass du deine erste Chatnachricht geschrieben hast. Und war 10 Sekunden schneller und 8 CH hasse Hecktriebler. Ja, Hecktriebler sind auch immer ein bisschen schwer zu kontrollieren. Wobei ich sagen muss, ich fahre lieber einen Hecktriebler als einen Fronttriebler. Rallye, klar, Tendenz Allradantrieb, ne? Ist immer noch das Geilste, aber wenn, dann lieber einen Hecktriebler als einen Fronttriebler. Ich finde, die Fronttriebler sind in den Kurven unangenehmer als die Hecktriebler, weil beim Hecktriebler weiß ich, was passiert. Beim Fronttriebler, das bin ich einfach nicht so gewöhnt, weil man die so selten hat. Das hat man ja auch eher nur bei den klassischen Autos. So, wie sieht's mit dem Game Sound aus? Ich habe, glaube ich, nichts verstellt. Also ihr sagt bitte Bescheid, ob es zu laut oder zu leise ist. Ansonsten würde ich dann jetzt die erste Wertungsprüfung mal fahren und dann schauen wir, wie es läuft. So, fünf, dazu schalten wir in die Cockpit. 3, 2, 1, los! 50, Ballen außen, scharf links, macht zu in rechts 3, 30. Rechts 2 lang, 30. Oh. Alter. Links 3 mittel, macht auf in links 3. In links 4 lang, macht zu in rechts 3. In links 3, in rechts 4 lang, macht zu. Ey, also ohne TCS auf Schnee ist ja absoluter Horror. Das macht ja überhaupt keinen Spaß.
In rechts 3 macht zu. In links 4 macht zu und rechts 3 macht auf. Ey, das kannst du an der Konsole vergessen. Ich kann ja keinen sanft Gas geben, das funktioniert nicht. Ich kann ohne TCS nicht fahren an der Konsole. Also ich kann es gerne später auf der anderen Strecke nochmal probieren, aber auf Eis? Ich habe überhaupt keinen Vortrieb. Ey, nix gegen die Mutti. Wer hat was gegen die Mutti gesagt? Ach so, du hast gefragt. Bin mit Schweden durch und taub, weil ein Junior neben mir das Headset auf hat. Das kenne ich. So, ja, Traktionskontrolle an. Und wir gehen gleich in den zweiten Versuch, weil den Versuch kannst du abbrechen. Vielleicht liegt es auch an der Karre, die bin ich noch nie gefahren. Die hat ein komisches Handling. 3, 2, 1, los! 50. Ballen außen scharf links, macht zu in rechts 3, 30. Rechts 2 lang, 30. Links 3 mittel, macht auf in links 3. In links 4 lang, macht zu in rechts 3. In links 3, in rechts 4 lang, macht nicht, zu. Ey. Und links 4 kurz, in rechts 3, macht zu. In links 4 macht zu und rechts 3 macht auf. Rechts 5 kurz, in links 4 schneiden. In rechts voll. Und Achtung, bremsen, in rechts 2 mittel. Und links voll, in rechts 4 innehalten. In links 3 macht zu, nicht schneiden. In rechts 5 kurz, in links 3 innen halten. In rechts 4 macht zu mittel und links 4. In rechts 3 macht zu in links 3. Über Kuppe links 4 kurz, in rechts 3 innen halten. In links 2 macht zu scharf links 500. Über Kuppe bremsen in links 4 Verengung 80. Oh shit, da war ich wohl ein wenig zu schnell. Links voll. In rechts 6 beibehalten. Schon lange kein Schnee mehr gefahren. In links voll. Oh shit, ey, was geht ab? Die Schneeverwehung war ja wie eine Wand eben. Hallo? Ey. Okay, ich häng fest. Ja, die Zeit kann ich auch vergessen. In links 6, 30. Links voll, in rechts voll 50. Achtung, rechts 4, 30. Links 5, Verengung. In rechts 6, innen halten, über Kuppe. In links 5, in rechts voll 100. Achtung, rechts 5, Verengung und Sprung mittig halten, 30. Links 6, Mittel, in rechts 5, macht zu. In links 6, macht zu, in rechts 5, Mittel, über Kuppe. In links 5 und rechts 6. In links 5, kurz und rechts 6, lang. In rechts voll 100. Baum in rechts 5 kurz 100. Links 5 lang macht zu. Und links voll breiter 200. Achtung, scharf bremsen, scharf links 100.
Achtung, links 5 bremsen, in rechts 4 Verengung, in links 4 kurz, sehr eng, mittig halten. Und rechts 6 kurz, in links 4 innen halten. Und rechts 2 nicht schneiden, in links 2 und rechts 3 innen halten, links 2 kurz. In rechts 2 schneiden. Und scharf rechts breiter in scharf links 50. Links 4 und links 4 kurz. Und rechts 4 innen halten. Und links 5 Verengung in rechts 4. In links 4 und rechts 4 30. Rechts 5 mittig halten, in rechts 5 nicht schneiden. Und rechts voll nicht schneiden, 80. Achtung, scharf links 100. Rechts voll und links voll. In rechts voll uneben, in links voll, in rechts voll uneben. Und Achtung, links 6, Verengung 100. Und ziehe. Okay, das fahren wir gleich nochmal. Weil ich da am Anfang den blöden Dreher drin hatte und dann noch hängen geblieben bin. Aber ansonsten bin ich eigentlich ganz gut durchgekommen. Bin trotzdem eine halbe Minute langsamer als alle. Oh, da hat aber jemand einen langen Text geschrieben. Hab das damals so gesuchtet. Ich hoffe auch, dass es gut wird. Oh, um was geht's? Ah, Test Drive. Habe ich gemischte Gefühle, ob das so gut wird. Ich hoffe so sehr, dass es gut wird. Hätte liebend gerne wieder ein Open-World-Rennspiel. Ja, ich auch. Forza Horizon ist ganz gut, habe ich auf dem PC gespielt. Aber es hat ehrlich gesagt mich nicht so gekickt. Aber ich habe halt nur das 5er gespielt. Ich weiß nicht, wie es 4er war. Vielleicht war das ja besser. Aber es würde mich freuen, ein neues Test Drive Unlimited zu haben. Erstmal wieder rantesten, was Schnee angeht. Ja, ich musste mich auch eben warm fahren. Kartoffelbaum, ich grüße dich. Schönen guten Abend. Ich fahre scheinbar mit TCS auf... Ey, ich habe es eben probiert und ich bin überhaupt nicht klargekommen. Also gerade auf Schnee und Eis, ohne Traktionskontrolle, finde ich es schwer. Ich könnte ja, wenn ich das Gas ein bisschen besser dosieren könnte. Aber solange ich immer Vollgas geben muss, damit er überhaupt nach vorne fährt, ist schwierig. Schwierig, schwierig. Ja. Naja, so, wir hängen direkt noch eins dran. Ich bin heute aber auch nicht in der Verfassung. Egal. Ich wollte die Tagesrennen trotzdem fahren. Und ja, hätte ich ja auch ohne Publikum machen können. So wie gestern zum Beispiel bin ich auch gefahren. Aber ja, ich wollte ein bisschen Zeit mit euch verbringen. Tut mir leid, dass ich jetzt so scheiße fahre, aber das geht heute einfach nicht anders. 3, 2, 1, wir sind unterwegs. 50, Ballen außen, scharf links, macht zu, in rechts 3, 30. Rechts 2 lang, 30. Links 3 Mittel macht auf in links 3. In links 4 lang macht zu in rechts 3. In links 3 in rechts 4 lang macht zu. Und links 4 kurz in rechts 3 macht zu. In links 4 macht zu und rechts 3 macht auf. Rechts 5 kurz, in links 4 schneiden, in rechts voll. Und Achtung, bremsen, in rechts 2 mittel. Und links voll, in rechts 4 innen halten. In links 3 macht zu, nicht schneiden.
In rechts 5 kurz, in links 3 innen halten. In rechts 4 macht zu mittel und links 4. In rechts 3 macht zu in links 3. Über Kuppe links 4 kurz, in rechts 3 innen halten. In links 2 macht zu scharf links 500. Über Kuppe bremsen in links 4, Verengung 80. Links voll. In rechts 6 beibehalten, links 5. In links voll. Oh nein, nein, nein. Oh shit, ey. Fuck. Leck mich am Arsch, ey. Eine Minute Strafe bekommen. In links 6, 30. Nicht euer Ernst. Hä? Voll 50. Wieso krieg ich da eine Minute Strafe? Achtung, rechts. Nicht euer Ernst. So eine Scheiße. Ich hoffe, ich hab mich verguckt. War das eine Sekunde oder eine Minute? Es war eine Minute, oder? In links 5, in rechts voll 100. Boah, Motivation gerade voll im Keller. War das eine unnötige Aktion? Und Sprung mittig halten, 30. Ich meine, ich war selbst dran schuld, aber ey, das war ja krass. Normal gibt's 15 Sekunden oder so. Ich hoffe, ich habe mich verguckt. Aber eine Sekunde Strafe wäre irgendwie zu wenig, oder? Musste ja da schließlich rausgeholt werden, wahrscheinlich mit einem Kranwagen. In links 5 kurz und rechts 6 lang. Ah, oh, sorry, ey. Ich blöd. Das ärgert mich gerade so. Ich hatte so gut angefangen. Ja, 26 Sekunden bin ich hinten dran. Okay, es kann keine Minute gewesen sein. Jetzt habe ich auf die Zeit geguckt, statt auf die Straße. Jetzt, was ist denn hier los? Meine Fresse, ey. Sorry, ich bin gerade völlig raus. Wenn einmal die Konzentration weg ist, kannst du eigentlich scharf vergessen. Bremsen, scharf links 100. Achtung, links 5 bremsen, in rechts 4 Verengung, in links 4 kurz, sehr eng, mittig halten. Und rechts 6 kurz, in links 4 in Oh, war das eng. Und rechts 2 nicht schneiden, in links 2. Und rechts 3 innen halten, links 2 kurz. In rechts 2 schneiden. Und scharf rechts breiter in scharf links 50. Links 4 und links 4 kurz. Und rechts 4 innen halten. Und links 5 Verengung in rechts 4. In links 4 und rechts 4 30. Rechts 5 mittig halten, in rechts 5 nicht schneiden. Und rechts voll nicht schneiden 80. Achtung, scharf links 100. Rechts voll und links voll. In rechts voll und eben, in links voll, in rechts voll und eben. Und Achtung, links 6, Verengung 100. Und Ziel. Mann, 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 Mann. Okay, ein paar Sekunden war ich, glaube ich, schneller als beim letzten Durchgang. Forza gibt es doch auch auf dem PC. Ja, Forza habe ich ja gespielt. Aber ich weiß nicht, um wen es gerade geht. Vielleicht bin ich auch gar nicht gemeint. Also ich habe Forza 5 auf dem PC. Und ja, es macht mir nicht so viel Spaß. Wobei es sich auch gut anfühlt mit dem Lenkrad. Also zumindest die Lenkradumsetzung. Oh, 9 Sekunden immerhin rausgeholt. Die Lenkradumsetzung ist gut, aber insgesamt gefällt mir das Spiel nicht so gut. Mir gefällt die Umgebung nicht, dieses Mexiko. Ich weiß nicht, was es ist, aber das ist mir nicht urban genug. Ja, ich mag es lieber, wenn große Städte dabei sind und so. Das ist eher so mein Ding. Hey!
von den Rallye-Club-Mitgliedern, die ich jetzt hier so auf den ersten Blick sehe, Bitworknet, Stefan, Percy, Damien, bin ich immerhin bisschen weiter oben. Das ist doch schon mal ganz gut. Aber Trautner, Alter, was hat Trautner hier abgezogen? 5 Minuten 16. Nicht schlecht, nicht schlecht, Herr Trautner. Sehr gut. Ach, guck mal, Rallye-Club, die absolute Macht. Rallye-Club. So lobe ich mir das. Ach, ihr seid alle so fleißig. Ich find's super. Ich hoffe, es bleibt mal eine Weile so. Was mich an Forza Horizon heutzutage stört, ist gut gesteigert. Hä? Wart mal. Was mich an Forza Horizon heutzutage stört, ist gut gesteigert. Ich hoffe, dass das irgendwie sich durch Auto korrekt erklären lässt, weil den Satz verstehe ich gerade gar nicht. Den Satz wollte ich nicht löschen. Okay. So, was hat er da oben noch geschrieben? Wenn es auch nur ein wenig den Flair der alten Teile einfangen kann, dann bin ich schon zufrieden. Was Horizon angeht, ich liebe die ersten zwei Teile, weil du hier noch einen erkennbaren roten Faden durch die Story hattest, okay? Ja, mir gefällt 4 halt sehr gut, wegen der Umgebung. Das spielt ja irgendwie in England und immer wenn ich Videos von Teil 4 sehe, denke ich, da hätte ich Bock drauf. Ja, dann wäre ich auch zufrieden. Bei Forza bin ich leider erst bei Teil 4 eingestiegen, hatte vorher keine Xbox. Wie fandest du Teil 4, Tom? Ich meinte, du hast dich gut gesteigert. Naja, ich habe aber eine schöne Strafe eingefahren und mich festgefahren. Hätte ich das nicht gemacht, wäre ich ja nochmal mindestens 2 Sekunden oder 3 schneller gewesen. Und dann wäre ich vielleicht in die Top 10 gefahren. Das hätte mir besser gefallen als Platz 12. Aber guck mal, der erste hat hier 4 Minuten 44 gebraucht. Der ist fast eine Minute schneller als ich gewesen auf so einer kurzen Strecke. Das ist halt schon brutal, ne, was hier manche Leute abziehen. Und es war kein PC-Cheater, es war ein PlayStation-Spieler. So, dann quäle ich mich jetzt mit dem 911er. Ist ein geiles Auto. Aber erstens bin ich die Strecke noch nie gefahren. Arganil in Portugal. Und zweitens ist der 911er ein sehr, sehr nervöser Heckschleuderkandidat. Ich lasse TCS drin. Gegen allen Unkenrufen zum Trotz fahre ich die erste Runde mit TCS an. Wenn ich das Gefühl habe, langsam zu sein, dann fahre ich die zweite Runde ohne TCS. Und falls das scheiße ist, fahre ich die dritte Runde dann wieder mit TCS. Ne, ich mache kein Warm-up. Ich zieh die Rennen so durch, weil ich will nicht so lange machen. Boah, auch noch die klitschige Fahrbahn hier. Dann ohne TCS, das wäre ja der absolute Genickbruch. Also für einen Fahrer wie mich, der hier meistens Vollgas geben muss, wäre das nicht so klug. So, auf geht's. 5, 4, 3, 2, 1. Wir sind unterwegs. Scharfe Haarnadel rechts über Schotter. In rechts 5 und links 4 kurz. Ah doch, den bin ich schon mal gefahren. 6 scharf bremsen in Haarnadel links. Alter. In links 4, in rechts 4. Wieso habe ich das Gefühl, dass der gar nicht lenkt? Hä, was ist hier los? Und links 3 und rechts 3. Der reagiert so träge auf die Lenkeingaben. Ey, was geht denn ab? Was ist das denn für eine Karre? Links 3 leicht schneiden, 80. Boah, der ist aber sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Was haben die denn da mit der Steuerung gemacht? Der fühlt sich nicht an wie ein Hecktriebler, der fühlt sich an wie ein schwergängiger Fronttriebler. Alter, und was ist das für ein Sound, bitte? Das ist doch kein Porsche-Sound. Rechts 5 Verengung und rechts 3. In links 3 nicht schneiden und rechts 3 kurz. Und links 4 und rechts 3, 80. Oh, shit. Steine. Boah, fuck, ey. Links 4 macht zu in rechts 5,
Scharf bremsen, rechts 1 nicht schneiden. Und links 5 kurz im scharf rechts nicht schneiden. Und links 5 macht zu, fällt innen, in rechts 6 lang, macht zu 50. Links 5 über Kuppe, fällt innen, in rechts 6 lang, Übersprung. Und links 4 leicht schneiden, fällt außen 150 über Kuppe. Links 5 macht zu und rechts 5 mittel. Und links voll über Kuppe mittig halten, in rechts 5 sehr lang. Und Achtung, links 5 scharf bremsen, scharfe Haarnadel links schneiden. In rechts 5 bergab 100. Und rechts 6 lang, macht zu 80. Links 5 mittel 200. Rechts 5 Verengung 250. Links 6 mittel und scharf bremsen, Haarnadel rechts leicht schneiden. Und rechts 3 in links 4. In rechts 4 mittel, in links 5. In rechts 5 macht zu 4 Mauer außen und links 5 macht zu 30. Achtung, Knoten bremsen und links 2 mittel 100. Links 4 kurz, in rechts 3 kurz, 80. Links 4 Verengung nicht schneiden, in rechts 4 mittel, macht zu. In links 3, in rechts 4 macht auf, Verengung 80. Rechts 3 lang, in links 6. Rechts 5 kurz scharf bremsen, in links 1 kurz über Brücke, in links 1 kurz 100. Rechts 5 innen halten, links 5 macht zu 100. Rechts 4 in rechts 4 leicht schneiden. In links 5 macht zu. Bremsen scharf rechts sehr eng und links 1 mittel. In scharf rechts, in rechts 3 macht auf lang sehr eng 30. Rechts voll, in links 4 mittel 30. Achtung, rechts 2 in links 3 lang uneben. Links 3 uneben und links 3 nicht schneiden. Rechts 2 leicht schneiden und links 2 mittel Verengung. Rechts 4 macht auf, in rechts 3 macht zu. Achtung, links 2 macht auf, über Asphalt 50. Bremsen in Haarnadel rechts, über Schotter. Und links 4 in Achtung, links 3. Links 2 macht zu, 80. Rechts 4 lang, in rechts 500.
Das Ding fährt sich wie ein Schiff. Wie ein Boot. So wie sich in Gran Turismo, in GTA die Boote anfühlen. So fühlt sich hier der Porsche an. Du lenkst nach links, dann lenkst du nach rechts, aber er fährt immer noch nach links. Es ist so träge. Und damit muss man erstmal klarkommen. Aber wenn er mal auf Schub kommt, er geht aber ganz schön nach vorne hier. Und Achtung, großer Sprung, rechts halten. Achtung, rechts 4, Verengung über. Juhu, das geht nicht gut. Ah! Und rechts 4, leicht schneiden ins Ziel. Gut, dass wir uns nicht überschlagen haben. Das hat für einen Moment so ausgesehen. Bei Amazon müsste es noch gehen. Hab gerade mal nachgeschaut, es gibt nirgendwo Test Drive Unlimited 1 oder 2 online zu kaufen. Okay, habe ich noch nie mich damit auseinandergesetzt, ehrlich gesagt. So, 7 Minuten 35. Gute Zeit oder nicht? Ja, genau, das Problem habe ich in der Story. Meinst du das mit der Karre oder was? Welche Karre fährst du denn da? Hast du da auch Porsche? Ah, jetzt habe ich weiter gedrückt, ne? Ich wollte ja direkt neu fahren. Unnötige Ladezeit jetzt wieder. So, aktuell Platz 11. Oh, der Percy ist auf Platz 15. Der hatte heute dann aber auch nicht so eine gute Runde. Wir fahren aber direkt nochmal. Hat Spaß gemacht. Ich mache jetzt spaßeshalber nur für dich, ne? Wo ist er? Der Spezialist, Semmelbösel. Ich mache jetzt nur für dich TCS aus, ne? Und dann siehst du gleich mal, wie ich ohne TCS fahre. Das wird ein Desaster. Ja, mit dem Fahrverhalten, mit dem Fokus. Okay, ja, der Fokus... Der Fokus ist auch schwierig zu kontrollieren, aber bei weitem nicht so schlimm wie das Ding hier. Der hat wenigstens Allradantrieb. Ich tippe bei dem immer an. Ja, gut, das mache ich auch. Hörst du ja, ne? Wie ich Gas gebe. Ich stottere so. Weil anders geht's nicht. Aber ich probiere es jetzt für dich, aber wenn ich einmal richtig abfliege, dann fange ich nochmal neu an. 3, 2, 1 und los! Scharfe Haarnadel rechts über Schotter. In rechts 5 und links 4 kurz. In Achtung, rechts 6 scharf bremsen in Haarnadel links. In links 4, in rechts 4 kurz Verengung. Und links 3 und rechts 3 macht auf, nicht schneiden, 50. Leicht schneiden, 80. Links 2 und rechts 4. Und links 4 macht zu lang über Kuppe. Und rechts muss man auf jeden Fall viel mehr arbeiten. Das ist also nichts für Faule, also nichts für mich. Boah. Im rechts 3 nicht schneiden und links 5 lang macht zu 4. Verengung und rechts 3. Boah, ich schmier ab. Ich will nicht abschieben. Was ein Save, Alter. In links 3 nicht schneiden und rechts 3 kurz. Okay, davon brauche ich einen Clip, bitte. Wie habe ich das denn geschafft, dass der nicht abgeschmiert ist? Boah, wie der vorne hochgeht beim Beschleunigen. Was geht denn ab? Links 4 macht zu. Was ist das für eine Karre? 200. Da geht meine Stimme ja um 2 Oktaven nach oben bei der Karre. Scharf bremsen, rechts 1 nicht schneiden. Und links 5 kurz in scharf rechts nicht schneiden. Und links 5 macht zu, fällt innen in rechts 6 lang, macht zu 50.
links 5 über Kuppe Felsinnen in rechts 6 lang über Sprung. Und links 4 leicht schneiden Fels außen 150 über Kuppe. Links 5 macht zu und rechts 5 mittel. Ein Stein! Oh, fuck, ich hab ihn noch gesehen. Fuck. Ich hatte ihn noch gesehen, aber da war es schon echt zu spät. Ey, im 5. Gang drehen da die Räder durch bei Vollgas. Und Achtung, links 5 scharf bremsen, scharfe Haarnadel links schneiden. In rechts 5 bergab 100. Links 4 und rechts 6 lang, macht zu 80. Boah. Links 5 mittel 200. Rechts 5 Verengung 250. Links 6 mittel und scharf bremsen, Haarnadel rechts leicht schneiden. Und rechts 3 in links 4. In rechts 4 mittel in links 5. In rechts 5 macht zu 4 Mauer außen und links 5 macht zu 30. Boah, Steine. Magnetische Felsen. Bremsen und links 2 mittel 100. Links 4 kurz in rechts 3 kurz 80. Links 4 Verengung nicht schneiden in rechts 4 mittel macht zu. In links 3 in rechts 4 macht auf Verengung 80. Rechts 3 lang in links 6. Und rechts 5 kurz scharf bremsen in links 1 kurz über Brücke. In links 1 kurz 100. Rechts 5 innenhalten links 5 macht zu 100. Rechts 4 in rechts 4 leicht schneiden. In links 5 macht zu. In Bremsen scharf rechts sehr eng. Und links 1 mittel. In scharf rechts in rechts 3 macht auf lang sehr eng 30. Rechts voll in links 4 mittel 30. Achtung, rechts 2 in links 3 lang und eben. In links 3 uneben und links 3 nicht schneiden. Rechts 2 leicht schneiden und links 2 mittel Verengung. Rechts 4 macht auf, in rechts 3 macht zu. Achtung, links 2 macht auf über Asphalt 50. Boah, wo fahr ich rum? Wo fahr ich rum? Und links 4 in Achtung, links 3. Boah, fuck you. Alter, nein, bitte nicht. Ja, danke. Scheiße, nochmal gerettet, ey. Immer schön gegenlenken, wenn er auf der Seite steht. Manchmal kann man ihn dann nochmal rumdrehen. Das wäre ja nämlich beinahe schief gegangen. Also den Vorsprung, den ich rausgeholt habe durch das fehlende TCS, den habe ich jetzt wieder eingebüßt durchs aufs Dach drehen. Ansonsten glaube ich, war ich schon schneller als in der ersten Runde. Es macht schon Bock, die Räder durchdrehen zu lassen. Aber stell dir vor, du musst den 3-4 Etappen hintereinander fahren. Da sind ja die Räder durch, wenn ich so fahre. Macht aber schon Bock. Es fühlt sich an wie auf Glatteis.
obwohl es Schotter ist. Oder Matsch. Bremsen in rechts 5, macht zu rechts. Er geht halt schon geil nach vorne. Also, wenn der Sound besser wäre, dann wäre das eigentlich ein ganz spaßiges Auto. Achtung, rechts 4, Verengung über. Und wieder. Bam! Von wegen rechts halten. Eigentlich müsste man sich hier mittig halten. Ich glaube, das ist die falsche Ansage. Okay, ich war definitiv schneller als mit TCS. Das muss ich gestehen, Semmelbösel. Aber es war auch viel anstrengender. Aber es hat auch mehr Spaß gemacht tatsächlich. Oh, 6 Sekunden nochmal rausgeholt. Ich glaube, ich fahre noch eine Runde ohne TCS. Ich glaube, das reicht aber als also für die Punkte im Porsche-Event, ne, die du haben wolltest. Oh, guten Abend, Veteran. Sehr schön, guten Abend. Bei euch hakelt es, das kann aber nicht sein, weil aktuell droppen wir keine Frames. Also ich sende hier mit meinen 6 Mbit. Das letzte Mal Frames getroppt habe ich vor einer Stunde. Also müsstet ihr wahrscheinlich einfach mal refreshen, bitte. Ich sende hier einwandfrei. Das sah teils richtig gut aus. Ohne große Fehler wäre es damit auch schneller. Aber top für den Versuch. Hatte kurz Angst um meine Zeit. Nee, das wird nicht passieren, Semmelbösel. Du fährst schon noch viel besser als ich. Aber ja, ich fand auch, das hat sich auch teilweise gut angefühlt. Aber ich muss gestehen, das ist wirklich sehr, sehr anstrengend ohne TCS. Also man muss schon behutsamer Gas geben. Das ist eigentlich nicht so mein Ding. Ich bin mehr so der Bleifuß-Typ. So, okay, noch eine Runde. Definitiv, wir machen das über die Masse mit dem Gesamtsieg. Ja, wir müssen das Momentum nutzen, dass wir jetzt 7 Mitglieder haben mit dem Stefan Bitwork Nettes als letzter hinzugekommen. Das müssen wir ausnutzen, solange wir die Übermacht haben. In anderen Gruppen wird es vielleicht anders aussehen. 3, 2, 1, wir sind unterwegs. Scharfe Haarnadel rechts über Schotter. In rechts 5 und links 4 kurz. Oh, Scheiße. In Achtung, rechts 6 scharf bremsen in Haarnadel links. In links 4, in rechts 4 kurz Verengung. Und links 3 und rechts 3 macht auf, nicht schneiden, 50. Leicht schneiden. Schade. 80. Ah, fuck. Links 2 und rechts 4. In links 4 macht zu lang über Kuppe. Und rechts 3 in links 4. In rechts 3 nicht schneiden und links 5 lang macht zu 4. Und rechts 5 Verengung und rechts 3. In links 3 nicht schneiden und rechts 3 kurz. Und links 4 und rechts 3 80. Links 4 macht zu in rechts 5 200. Zaun! Ah, Zaun! Bremsen rechts 1 nicht schneiden und links 5 kurz in scharf rechts nicht schneiden und links 5 macht zu Fels innen in rechts 6 lang macht zu 50 links 5 über Kuppe Fels innen in rechts 6 lang übersprung. Und links 4 leicht schneiden, Fels außen 150 über Kuppe. Links 5 macht zu und rechts 5 mittel. Und links voll über Kuppe mittig halten in rechts 5 sehr lang. Links 5 scharf bremsen, scharfe Haarnadel links schneiden.
In rechts 5 bergab 100. Links 4 und rechts 6 lang, macht zu 80. Links 5 mittel 200. Rechts 5 Verengung 250. Links 6 mittel und scharf bremsen, Haarnadel rechts leicht schneiden. Und rechts 3 in links 4. In rechts 4 mittel, in links 5. In rechts 5 macht zu 4 Mauer außen und links 5 macht zu 30. Achtung, Knoten, bremsen und links 2 mittel 100. Links 4 kurz, in rechts 3 kurz 80. Verengung nicht schneiden, in rechts 4 mittel macht zu. In links 3, in rechts 4 macht auf, Verengung 80. Rechts 3 lang, in links 6. Und rechts 5 kurz scharf bremsen, in links 1 kurz Überbrücke. In links 1 kurz 100. Rechts 5, innenhalten, links 5, macht zu 100. Rechts 4, in rechts 4 leicht schneiden. In links 5, macht zu. In Bremsen scharf rechts sehr eng und links 1 mittel. In scharf rechts, in rechts 3, macht auf, lang, sehr eng, 30. In links 4 mittel 30. Achtung, rechts 2 in links 3 lang, uneben. In links 3 uneben und links 3 nicht schneiden. Rechts 2 leicht schneiden und links 2 mittel Verengung. Hier macht auf, in rechts 3 macht zu. Schau, oh nein! 5 Sekunden! Ach du Hurensohn! Scheiße! Ich war so gut unterwegs, jetzt krieg ich 5 Sekunden! Ach Mann! Ey. Frustrierend! Da fährst du 4 von 5 Abschnitten, fährst du fehlerfrei fast. Und dann. Ach komm, jetzt bin ich völlig aus der Motivation raus, ey. 5 fucking Sekunden. Ihr habt doch einen Arsch offen. Ehrlich. Nur weil ich ein paar Zuschauer umgemäht habe. Als ob das noch nie demjenigen passiert ist, der hier die Regeln aufgestellt hat. Ist doch normal, dass man ein paar Zuschauer dran glauben müssen. Das ist schließlich Rallye. Casualties of War, Mann. Kollateralschaden. Ja, jetzt ist es völlig vorbei hier bei mir. Mann! Wurst! In links 3 leicht schneiden. In rechts 5, in links 6 sehr lang. Aufgepasst, nicht abrutschen. Schnauze. Ich habe jetzt Frust und den will ich am Gaspedal auslassen. Bremsen in rechts 5. Ach, bremsen. Bremsen brauche ich nicht. Der bremst verliert. Und Achtung, großer Sprung rechts halten. Ja, jetzt springen wir nochmal schön in die Zuschauer rein. Achtung, rechts 4 Verengung über Kuppe. Und rechts 4 leicht schneiden ins Ziel. Mann ey! Regt mich das auf! Oh, sorry. Die wöchentliche müsste bald rum sein, oder? Ich bin die schon gefahren. Sonntag 6 Uhr, schreibt der Semmelbösel gerade.
Ja, sorry, dass ich gerade wieder ausfallend geworden bin, aber es regt mich so auf, wirklich. Ich habe mir so Mühe gegeben und dann baller ich da in die Zuschauer rein. Das war echt nicht schön. Aber ich habe meine Bestzeit um 10 Sekunden unterboten. Jetzt stellt euch mal vor, wir würden jetzt noch die 5 Sekunden Strafe abziehen. Mann, ey, wie ärgerlich. Mann, wie ärgerlich. Naja, da habe ich mich wenigstens zurecht geärgert. Ich finde es immer nur peinlich, wenn ich mich umsonst aufrege. Aber, Platz 10. Immerhin Platz 10. Wo bist du gelandet, Semmelbösel? Warum sehe ich dich? Achso, ich sehe dich hier nicht wegen, weil du so einen komischen Namen hast, ne? Du bist 8798, ne? Auf Platz 2. Ja, leck mich doch am Arsch. 6 Minuten 44, Alter. Du Tier. Und der Traupen ja auch. 6 Minuten 47. Ihr seid ja zwei Killer. Ihr tragt ja den kompletten Club quasi. Geil. Hätte ich gern mal das Replay von gesehen. Kann man sich Replays von anderen angucken? Die Straßen sind krass schmal, ne? Teilweise echt schlimm. Aber es macht auch gerade den Reiz aus, irgendwie, da durchzuballern. Der Semmelbösel, Alter, auf Platz 2. Ja, sehr gut, hat sich aber doch gelohnt. 143 Punkte trage ich dazu bei, wenn es so bleibt. Und 134 bei Schweden immerhin. Zweiter aktuell. Wir in der Teamplatzierung, ne, wir sind Platz 1 immer noch. Und haben bequeme fast 500 Punkte Vorsprung. Ich hoffe, wir können das noch retten. Die wöchentliche, da gibt es nochmal 2765 Punkte dazu. Sind wir mal gespannt. Ja, die wöchentliche geht noch 2 Tage und 7 Stunden, da steht's. Nein, das macht das Team insgesamt. Achso, sind das unsere gesamten Teampunkte, 277. Naja, gut. Aber das ist doch gut. So, dann fahren wir noch die Einzeletappen. Wie viel Uhr haben wir denn? 10:30. Ich war noch nie Fan von Ideallinien. Ich treffe die nie. Bei Rallye ist Ideallinie auch sehr subjektiv. Weil wenn du normales sagen wir, du hast ein normales Rennspiel, ja, und du hast normale Kurven, ja, dann fährst du die Kurve von außen an, ballerst in den Scheitelpunkt, gibst dem Scheitelpunkt wieder Gas und lässt dich die Kurve raustragen. Ist der normale Umgang mit einer Kurve, also die normale Ideallinie. Klar, bei Spitzkernen und so sieht das Ganze nochmal anders aus. Oder wenn die Kurve zu einer Seite sich abneigt, sieht das auch nochmal anders aus. Aber in der Regel fährt man so. Bei Rallye ist das so gar nicht, ne? Bei Rallye sind, da ist ja keine Kurve wie die andere. Ne? Wenn du so eine Etappe fährst und da sind 60 Kurven drin, da hast du 60 unterschiedlich fahrbare Kurven meistens. Ne? Und das ist von so vielen Faktoren abhängig, wo da deine Ideallinie liegt. Ich meine, sicher gibt's so einen Mittelweg, wo man sagt, ja, da ungefähr kommst du am schnellsten durch, aber es ist auch immer so krass vom Fahrer abhängig. Ne? Wenn du so einer bist, der gern quer fährt, ne, fährst du so Sachen halt ganz anders als einer, der nicht quer fährt. Irgendeiner hat abonniert. Followed. Ja, schönen Dank für den Follow. Strax, die Nummer habe ich jetzt nicht gehört, irgendwas mit 90. Strax 93. Vielen Dank, dass du reingefollowed hast, wie man auf Neudeutsch sagt. Bin aktuell Zweiter, die angezeigten Punkte sind deine eigenen. Also doch! Du machst mich ganz durcheinander, Semmelbösel. Ja, auf jeden Fall, sowas wie eine Ideallinie bei Rallye festzulegen, ist sehr, sehr schwer. Bei Gran Turismo ist das relativ easy, ja. Da gibt es meistens eine Ideallinie. Aber auch die führt nicht unbedingt immer zum Erfolg, ne? Ab und zu ist auch das Ausbrechen aus der Ideallinie, wenn du die Kurve auf eine andere Art und Weise schneller bekommst, dann bekommst du die auf eine andere Art und Weise schneller. Ne? Das ist halt immer. Wir tragen das Team nicht, das machen wir alle zusammen. Die anderen Teams haben viel bessere Fahrer, aber weniger Leute, die teilnehmen. Dadurch ist jeder wichtig bei uns. Ja, ist doch gut, wir machen das Ding schon.
Und wenn wir am Ende der Saison nur Zweiter sind, und dann ist es auch in Ordnung. Hey, das ist unsere erste Saison. Und wir sind in der zweithöchsten Liga, oder ja, wir sind Legend 2, ne? Wir sind in der zweithöchsten Liga eingestiegen und sind auf Platz 1 aktuell. Ob das jetzt nur mit Manpower ist oder ob das ist, weil wir schon auch nicht schlecht fahren, das sei jetzt mal dahingestellt. Fakt ist, wir stehen ganz gut da. So, Rallye Japan, leider nicht meine Lieblingsrallye, obwohl ich Japan sehr, sehr gerne mag. Nicht jetzt im Spiel, sondern generell. Habe auch gestern Hanabi geguckt von Takeshi Kitano, war wieder sehr gut. Hier im Spiel ist die Rallye Japan nicht so geil. Meistens ist da auch schlechtes Wetter. Heute ist nur bewölkt. Und ich fahre die Celica tatsächlich nicht so gerne. Aber was muss, das muss. Dann schauen wir mal, wie es jetzt hier läuft. Das ist aber jetzt nicht fürs Team, das ist einfach nur für mich. Oh, AJ Racing, was geht ab? AJ, lang nicht gelesen und doch wiedererkannt. Schön, dass du mal da bist. Gibt schon krasse Videos von Rally Freaks, die nur so über die Strecke fliegen, ja. Sieht aus wie Wipeout, ja, das stimmt. Man hat manchmal das Gefühl, dass die Gesetze der Schwerkraft so ein bisschen außer Kraft setzen, ne? Das ist schon faszinierend. Aber ich finde, das macht's halt auch aus. Freut mich auch mal wieder. Ja, coole Sache. Du kannst ja mit Rallye nicht so, oder? Habe ich das falsch in Erinnerung? Ich meine, du wärst eher so ein Straßenrennfahrer. Aber dann ist für dich Japan ja genau richtig, weil da fahren wir auf Asphalt. So, ich fahre jetzt einfach mal drauf los, ohne Traktionskontrolle. Dann gucken wir mal, wie es läuft. Nee, gar nicht. Ja, es macht nichts. Vielleicht wirst du es ja nach dieser Etappe. 5, 4, 3, 2, 1, los. Links 6 in rechts 2, 80. Hanab links 150. Boah, der fährt sich aber wild, ey. Links 3 leicht schneiden 150. Nadel rechts, leicht schneiden, 80. Knoten in Scharfbremsen und Haarnadel links, leicht schneiden. Und links voll in rechts 3, leicht schneiden, in scharf links, leicht schneiden, 80. Links 400. Rechts 3 bremsen, in scharf links 80. Rechts 6 in links 5 innenhalten, macht zu 80. Rechts 5 in links 5. Und rechts 5 lang, macht auf in rechts 5 kurz 100. Rechts 6, kurz 80. Oh, der hat 6 Gänge, sag mir das doch. Rechts 4 leicht schneiden und links 5 kurz. Und links 6 in rechts 6, kurz 100. Rechts 6 und links 5, macht zu 4 lang. In rechts voll, macht zu 5 kurz und links 6, 100. Achtung, scharf bremsen, für scharf links nicht schneiden, 30. Scharf links leicht schneiden, 200. Links 6 bremsen, 30, rechts 3 Verengung. In rechts 4 macht zu 2 und Haarnadel links in rechts 5 macht zu 2, 30. Hat er die Kurve nicht angesagt? Das ist doch keine Fünfer. Felsinnen 80. Rechts 3 lang, macht auf 30.
4 macht zu 80. Links 4 lang macht zu in rechts 5 30. Rechts 3 macht zu bei Abzweig 30. Links voll in rechts voll 30. Bremsen in links 4 in rechts 3. Und rechts 3 kurz nicht schneiden in rechts 3 macht zu in links 4 leicht schneiden 50. Achtung, bremsen scharf rechts bei Abzweig und links 5 kurz 80. Wasser, Graben. Rechts 4 macht zu und links 3 in rechts 3. Und links 6 macht zu 100. Achtung, scharf links nicht schneiden und rechts 3 kurz und scharf links bei Abzweig 80. Scharf links an Abzweig 100. Links 6 in rechts 5 innenhalten links 4. Innenhalten rechts 5 kurz und links 6 80. Und Ziel. Okay, das war sehr, sehr gewöhnungsbedürftig, die Karre auf dem Asphalt zu fahren. Das war mein erstes Mal, deswegen war ich jetzt auch nicht so schnell. Hat aber ziemlich Bock gemacht. GT3 ist deine Welt. Ja, da musst du Assetto Corsa Competizione spielen. Unter anderem. So, ich guck mal gerade, wo ich mit meiner Zeit mich da einordne. Kennt ihr das, wenn ihr geflennt habt, dass danach die Augen einfach so sich so komisch anfühlen? Die brennen jetzt so, ey. Platz 7. Mit Platz 7 bin ich eigentlich ziemlich zufrieden, muss ich sagen. Das verstehe ich nicht ganz. Vielleicht kann mir das jemand erklären. Wie kann es sein, dass ich hier mit dem Toyota Celica fahren muss, aber hier über mir ein Typ ist, der den Yaris gefahren ist? Ich hatte am Anfang keine Wagenauswahl. Woran liegt das denn? Semmelbösel, weißt du das zufällig? Du bist doch hier der Experte. Das würde mich mal interessieren. Ich kann mal kurz ins Replay reingucken bei der Gelegenheit. Ist noch da? Die Fehlzündung. Wessen Idee war es, diese roten... Was sind das eigentlich? Staubfänger, Staubabweiser, Schutzbleche, wie nennt man die? Diese Gummipömpel, die da hinten dran hängen. Wer ist auf die Idee gekommen, die rot zu machen und nicht schwarz? Sieht da so verboten aus. Aha, Semmelbösel ist anscheinend nicht mehr da. Oder gerade AFK. Oh, da bin ich aber echt ganz gut gefahren. Dafür, dass die Karre so schwerfällig ist und ich keine Traktionskontrolle an hatte. Guck mal, ey, sauber. Das kam mir gar nicht so sauber vor. Subjektiv, als ich selbst gefahren bin, aber jetzt so beim Zugucken finde ich das eigentlich ganz solide, was ich hier abgeliefert habe. Aber auch hier der Sound, ne? Das ist absolute Witz. Was haben die sich nur bei dem Sound gedacht bei dem Spiel? Ich meine, das Pfeifen und so, das klingt ja ganz cool. Aber da ist überhaupt kein Power dahinter. Ja, da hätte man bestimmt... Da habe ich ja eine Zeit lang gar nicht gewusst, dass ich in den sechsten kann. Da habe ich da viel Zeit verloren. Da kann man bestimmt noch 2-3 Sekunden rausholen. Die gucken gar nicht zum Auto.
Tom, was war das für ein Rennen? Das ist das tägliche Rennen. Das tägliche Rennen Einzel. Ja, warte, ich fahr nochmal. Ja, würde mich echt mal interessieren, warum es Leute gibt, die hier mit dem geilen. Mit dem geilen Yaris fahren dürfen und ich muss hier mit dem Celica fahren. Versteh's nicht. Naja. 3, 2, 1, los! Links 6 in rechts 2, 80. Harnad links 150. Links 3 leicht schneiden 150. Haarnadel rechts leicht schneiden 80. Knoten in scharf bremsen und Haarnadel links leicht schneiden. Und links voll in rechts 3 leicht schneiden in scharf links leicht schneiden 80. Oh, Scheiße, das habe ich ja voll verpasst. Boah, wie er nicht aus dem Quark kommt, ne? Links 400. Oh, jetzt muss ich Gas geben, um das wieder rauszuholen. Rechts 6 in links 5 innenhalten, macht zu 80. Rechts 5 in links 5. Scheiße, ja, jetzt. Ist ja egal, jetzt kann ich ja fahren wie gesenkte Sau. Macht auf in rechts 5 kurz 100. Rechts 6 kurz 80. Rechts 4 leicht schneiden und links 5 kurz. Und links 6 in rechts 6 kurz 100. Boah, Kontrolle verloren. Scheiße, er ist ausgebrochen. Rechts 6 und links 5 macht zu 4 lang. In rechts voll macht zu 5 kurz und links 600. Achtung, scharf bremsen für scharf links nicht schneiden 30. Scharf links leicht schneiden 200. Links 6 bremsen 30, rechts 3 Verengung. In rechts 4 macht zu 2 und Haarnadel links in rechts 5 macht zu 2, 30. Komm. Hier fehlt die Ansage, das ist niemals eine 5. Links fällt innen 80. Mir vorhin schon aufgefallen. Ah. Rechts 3 lang macht auf 30. Links 4 macht zu 80. Links 4 lang macht zu in rechts 5 30. Rechts 3 macht zu bei Abzweig 30. Links voll in rechts voll 30. Boah. Bremsen in links 4 in rechts 3. Und rechts 3 kurz nicht schneiden in rechts 3 macht zu in links 4 leicht schneiden 50. Achtung, bremsen scharf rechts bei Abzweig und links 5 kurz 80. Scheiße! Ah, voll in die Pampa. Ah, Scheiße, jetzt häng ich hier. Ah, fuck. Mach zu und links 3 in rechts 3. Und links 6 macht zu 100. Achtung, scharf links nicht schneiden und rechts 3 kurz und scharf links bei Abzweig 80. Scharf links an Abzweig 100.
Links 6, in rechts 5, innen halten, links 4. Innen halten, rechts 5, kurz und links 6, 80. Und Ziel. Schade. Hat Bock gemacht. Aber waren zu viele Fehler drin. Schade, schade. Hat aber Spaß gemacht. Ah, 9 Sekunden langsamer. Komm, wir machen es noch einmal. Ist auch egal. Schade. Macht aber Bock. Man gewöhnt sich dran. 3, 2, 1, los geht's. Links 6, in rechts 2, 80. Harnad links 150. Links 3 leicht schneiden 150. Haarnadel rechts leicht schneiden 80. Knoten in scharf bremsen und Haarnadel links leicht schneiden. Und links voll in rechts 3 leicht schneiden in scharf links leicht schneiden 80. Links 400. Rechts 3 bremsen in scharf. Gibt's doch nicht, bleib doch da. Wenn er einmal ins Schlingern gerät, ist es so schwer, den wieder einzufangen. Rechts 6 in links 5 innen halten, macht zu 80. Rechts 5 in links 5. Und rechts 5 lang, macht auf in rechts 5 kurz 100. Rechts 6 kurz 80. Rechts 4 leicht schneiden und links 5 kurz. Und links 6 in rechts 6 kurz 100. Boah, schon wieder. Das gibt's doch nicht, ey, so eine Scheiße. Jetzt hänge ich hier fest. Oh, wie behindert, dass er dann nicht losfährt. Also, das kapiere ich manchmal nicht. Ich stehe voll auf dem Gas, aber da kommt nichts. Und links 5 macht zu 4 lang. Das muss an diesem scheiß Gasbug liegen, ey. So. Das hat mir die Luft genommen. Ja, ist mir auch egal. Kein Bock mehr. Scheiße, ey. Das ärgert mich jetzt. Warum kommt der manchmal einfach nicht mehr aus dem Quark? Du stehst voll auf dem Gas, aber die Umdrehungen gehen einfach nicht hoch. Das ist doch nicht normal. Oh, sorry. Vergessen umzuschalten. Die Zeit war kaputt, ja. Ja, dann kann man es auch aufgeben. Ja, das war das Rennen. Rallye Japan, Forum 8. Nagakute. Wird man es wahrscheinlich aussprechen. Nagakute. Des. Konnichiwa. Rallye Japan. Nagakute des. Ja, ich glaube, Nagakute ist die richtige Aussprache. So, dann spielen wir Rallye Italia Sardegna. Ah ne, das war schon wieder Spanish. Sardegna. Lerno ist auch eine schöne Strecke und endlich mit dem Yaris. Endlich mal ein gescheites Auto. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, wie es läuft. So, meine Damen und Herren, schauen Sie hier, the official game WRC Generations. Ein Schneesturm ist wohl das schlimmste Wetter für alle Rallyefahrer, da er schlechte Sicht und unsichere Straßenverhältnisse schafft. Ja, wird langsam Zeit, was die da machen. Dass die da was machen. Ja, die müssen sich um die Gasannahme von dem Auto kümmern. Alter, was ist das denn für ein Wetter? So ein Wetter hatte ich noch nie mit so wenig Sicht. Da bin ich ja mal gespannt. Und auf geht's los. 5, 4, 3, 2, 1. Wir sind unterwegs. 30 rechts voll, uneben, innen halten. Und links 3. Vielen Dank für den Follow. Und rechts 3 bergab. Dank für den Follow, wer auch immer das war. Ich kann leider gerade nicht gucken. Bin ein bisschen im Stress. In rechts 5 scharf bremsen. Seh nichts. Ich seh nichts. Wohin? Ja, hallo? Was ist denn?
Scheiß Karre! Okay, und weiter. Wie dumm war das denn bitte? Und links 6. Im rechts voll innen halten 40, links 5 lang 30, rechts 6 im links 5 gar 50. Für rechts 3 Übersprung, Verengung macht auf und rechts 4 Mittel. Für rechts 3 kurz in links 3 kurz 40. Boah, leck. Rechts 4 lang über Kuppe macht zu. Links 4 kurz über Kuppe in rechts 3 innen halten. Ich krieg's gerade gar nicht mehr gebacken. Links 4 kurz bergab. In rechts 4 uneben 30. Rechts 4 uneben nicht schneiden macht auf in links 3 lang innen halten. Boah, jetzt noch den Berg runter. Aufgepasst, auf. Ey, was ist hier los? Ich bin gerade voll aus der Konzentration raus. Ja, willkommen The Fog, der Nebel des Grauens. Ja, du bist das hier im Spiel, oder? The Fog. Du bist schuld, quasi. Aber danke für den Follow trotzdem. Auch wenn du mir hier das Leben zur Hölle machst, quasi. 3, 2, 1 und los! 30 rechts voll uneben innen halten und links 3 und rechts 3 bergab macht zu nicht schneiden 30 Achtung links 3 Bodenwellen innen halten in rechts 5 scharf bremsen in links 3 nicht schneiden macht auf in Wald und links 6 in rechts voll innen halten 40 links 5 lang 30 6 in links 50. Wie man nicht sieht, wo die Straße lang geht manchmal. Verengung macht auf. Und rechts 4 Mittel. Für rechts 3 kurz in links. Ach komm, drei, nee. Kurz 40. Rechts 4 lang über Kuppe macht zu. Links 4 kurz über Kuppe in rechts 3 innen halten. Kuppe in links 4 kurz bergab. In rechts 4 uneben 30. Rechts 4 uneben nicht schneiden macht auf in links 3 lang innen halten. Nein, bitte nicht! Nicht dort entlang. Warum? Oh Mann! Rechts ich war so gut unterwegs. Ich war eine halbe Sekunde schneller als der Beste. Och Mann. Voll über Bodenwellen in rechts 4 macht zu in links. Aber die Sicht ist einfach so beschissen. Ja, komm, leg dich aufs Dach. Warum auch immer er sich jetzt aufs Dach gelegt hat. Und rechts 4 nicht schneiden und links 5 kurz. Ey, wie ich dann, wenn zwei so Sachen hintereinander sind, habe ich einfach keinen Bock mehr. Kennt ihr das? Die Motivation geht dann einfach komplett in den Keller. In links 3 kurz 30. Links voll über Kuppe und links 5 macht auf 50. Boah, 17 Sekunden, eben war ich schneller. Jetzt bin ich 17 Sekunden langsamer, also. Ey, weißt du was? So, Versuch Nummer 3. Sorry, aber ich bin gerade echt salzig. Das war so unnötig. Und ich finde, mit der Sichtweite haben sie es ein bisschen übertrieben, tatsächlich. 2, 1, auf geht's. 30 rechts voll uneben innen halten. Und links 3. Und rechts 3 bergab macht zu nicht schneiden 30 Achtung links 3 Bodenwellen innen halten in rechts 5 scharf bremsen in links 3 nicht schneiden macht auf in Wald und links 6 in rechts voll innen halten 40 links 5 lang 30 rechts 6 in links 5 50 für rechts 3 Übersprung Verengung macht auf und rechts 4 Mittel. Für rechts 3 kurz in links 3 kurz 40. Rechts 4 lang über Kuppe macht zu. Links 4 kurz über Kuppe in rechts 3 innen halten. Kuppe in links 4 kurz bergab. In rechts 4 uneben 30. Und weg. Und weg. Und wieder da. Rechts 4 uneben nicht schneiden, macht auf in links 3 lang innen halten.
Und wir wieder weg. Rechts 3 kurz, macht auf. Ich nehme alle Zäune mit. Über Bodenwellen in rechts 4 macht zu, in links 5 macht zu. Und rechts 4 nicht schneiden und links 5 kurz. Ich nehme alles mit, ey. Rechts 4 macht zu, in links 5 kurz 50. Und rechts 4 innen halten, in links 3 kurz 30. Links voll über Kuppe und links 5 macht auf 50. Links 4 50. Rechts 4 macht zu, lang Verengung. Und links 3 kurz macht zu, in rechts 5 bremsen. Für rechts 3 nicht schneiden, macht zu. Und links 1. In Haarnadel rechts macht auf. Für Achtung, großer Sprung, in links 5 macht zu, 4. In rechts 4, 50 im Wald. Und rechts 3 nicht schneiden, macht zu, in links voll 40. Ey, wie man hier nichts sieht, ne? Das ist krass. Links 3 kurz 40. Rechts 3 nicht schneiden. Und links 5 70. Links 3 sehr lang über Kuppe macht zu. Und rechts 3 lang ins Ziel. Schade, dass ich die ersten zwei so blöd gefahren bin, weil die hat schon Spaß gemacht. Dadurch, dass man nur so eine geringe Sichtweite hat, war es halt schon spannend. Aber da ist es einfach blöd gelaufen. Ja, die gleiche Sicht hatte ich gestern im Schnee zum Kotzen. Ja, das ist, so ist es halt. Aber guck mal, ich habe mich verbessert von 30 Minuten auf 3 Minuten. Das nenne ich mal eine gute Verbesserung. Um 100%. Eher so 10.000%. Ah ja. Hey, Platz 4. Ich kann mich nicht beschweren. Schönen guten Abend, Scribby. So, fertig vergessen. Lurke schon seit 15 Minuten. Hey, da hast du ja warst du ja zum größten Frustzeitpunkt da. Aber vorhin, wo ich gut gefahren bin, warst du nicht da. Ja, der Porsche. Der Porsche war schon schwer, ne, Percy? Ja, Percy war heute auch fleißig, hat ein paar Zeiten dazu gesellt. Nein, wie sagt man? Beigesteuert. Ja, schön. Okay, Platz 4, damit kann ich leben. Und jetzt ist es 23 Uhr, das passt doch hervorragend. Es läuft wieder wie geschnitte Brot. Auch wenn es hin und wieder sehr frustig war heute. Ich fahre zum ersten Mal ohne TCS, Percy. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast vorhin. Der Semmelbösel hat mich genötigt, TCS auszuschalten. Dann habe ich es mal probiert und jetzt fahre ich ohne TCS. War bei dem Porsche am Anfang ein klein wenig schwer zu kontrollieren. Wie war das mit dem Sound? Ey, furchtbar. Es war wirklich furchtbar. Es war richtig, richtig furchtbar. Also ich weiß nicht, ob es ein Bug war oder ob die einfach nicht wissen, wie ein guter Sound geht. Guck mal, aktuell bin ich in meiner Gruppenplatzierung auf 10. 30, das finde ich eigentlich ganz gut. Damit bin ich sehr zufrieden. Tendenz nach oben. Ja, wunderbar. Wöchentliche habe ich hier auch schon gefahren. Das habe ich aber alleine fertig gemacht, weil ich nicht wusste, ob ich das diese Woche noch schaffe. Deswegen habe ich das alleine hinter mich gebracht. Jo, im Team können wir gerade nochmal gucken. Sind wir aktuell, glaube ich, immer noch Erster. Haben einen kleinen Vorsprung auf This is Prebbel. Und ja, hoffentlich können wir das behaupten noch 2 Tage. Bin mal gespannt. Morgen und übermorgen dann noch Tagesevents schön beisteuern. Und dann sollte das eigentlich glatt gehen. Ich weiß nicht, wie viele Mitglieder dieser Prebbel-Club da hat. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir mehr Mitglieder haben, weil die schon schnelle Zeiten fahren. Und da wir aber vorne liegen, wie der Semmelbösel vorhin schon festgestellt hat, werden die wohl einfach weniger Leute haben.
So, Freunde der Sonne, da Percys Essenszeit jetzt vorbei ist, mache ich jetzt Feierabend, weil was soll ich weiter streamen, wenn Percy nicht mehr zuschauen kann? Das würde ja keinen Sinn machen. Ihr stimmt mir da sicherlich zu. Nein, Spaß. Ich wollte sowieso um 11 Feierabend machen. Wie gesagt, ich bin total ermüdet jetzt von den Augen her. Ich hatte heute keinen schönen Tag. Das hat mir ein bisschen auf die Pupillen gehauen. So, und jetzt ist der Rallye-Club bis oben hin mit Mitgliedern gefüllt. Aktuell fahren mit der Stefan, aka Bitwork.net, der das Spiel aber erst seit heute hat. Da wollen wir mal nicht so streng sein. Du musst nicht heute gleich die Tagesevents mitfahren. Du musst sowieso nicht, ne? Also es ist alles, alles kann, nichts muss bei uns im Club, ne? Fühlt euch da bitte nicht verpflichtet. Fahrt, wenn ihr Zeit habt und Bock habt. Und wenn ihr nicht mehr fahren könnt, aus irgendeinem Grund, sagt mir kurz Bescheid. Und oder geht dann aus dem Team raus, damit andere Leute nachrücken können, die vielleicht ein bisschen mehr Zeit haben. Also, ist aber alles erstmal auf gediegener Basis. Wir können das hier auch ändern. Und täglich in gelegentlich, aber ja, also ich versuche schon mehrmals die Woche zu fahren. Ihr könnt das ja machen, wie ihr wollt. Wir kommunizieren ja hier ganz offen. Also fahrt, wie ihr Zeit habt. Ihr seid zu nichts verpflichtet. Das Ding hier ist nettes Beiwerk. Ja? Das Team, das macht Spaß und so. Aber wir verfolgen jetzt hier nicht irgendein Ziel. Also entspannt euch bitte. So, Stefan auf jeden Fall dabei. Thomas mit dabei. 8798 ist der Semmelbösel, 138710 ist der gute Southwest. Die PC-Spieler werden auf der Konsole leider nicht dargestellt, das ist sehr, sehr ärgerlich. Dann haben wir den guten Percolator, der auch im Chat dabei ist, der aktuell seine Mittagspause genießt in der Nachtschicht. Dann haben wir meine Wenigkeit, dann Traubnir, die Ökomaschine, der super schnell fährt, und Damien, das ist aktuell unser Team. Abseits vom Team haben wir noch den Rallye-Club, wo wir auch Events machen werden. Da haben wir zurzeit 16 Mitglieder. Da ist ebenfalls meine Wenigkeit, Traubnir. 45957, weiß ich jetzt gar nicht, wer das ist. Scheint ein Xbox-Spieler zu sein. Dann haben wir hier nochmal Semmelbösel, da den Damien und hier den Thomas. Percy, du bist noch nicht unserem Club beigetreten. Das könntest du mal noch machen. Bin nicht hab. Tagesevents bin ich ja gefahren. Ach so, okay. Hast du sogar schon gefahren. Hab ich dich dann eben in der Liste verpasst? Oder hab ich dich einfach überlesen, weil ich so ein Banause bin? Ach so, ich sehe hier gar nicht mehr, wie es gelaufen ist, oder? Sehe ich das, wenn ich hier reinklicke? Hier zum Beispiel Schweden. Da müsste ich doch die Liste sehen, genau. Okay, dann schauen wir mal. Also, wir haben hier auf jeden Fall auf Platz 2 den Semmelbösel, dann auf Platz 8 den Traubnir, dann auf Platz 12 den Shuriken, auf Platz 13 den Damien, auf Platz 16 den Percolator, auf Platz 17 den Southwest, auf Platz 18 den Bitworknet. Okay, guck mal, aber du bist nur 3 Sekunden hinter dem Southwest. Wenn du dich mal erinnerst, wie es bei Dirt Rally 2.0 war, ne, der Southwest war immer unter den Top 3, Top 4. Manchmal, wenn es blöd gelaufen ist, Platz 5. Aber da warst du ja eher so Mittelfeld und von daher hängt das doch schon mal ganz gut an hier, deine Karriere. Ich auch nicht, mache ich morgen. Ach so, das mit dem Club. Ja, kein Problem. So, das war die eine. Dann schauen wir noch bei der anderen. Die Bestenliste. Da sind wir ebenfalls auf Platz 2 mit dem Semmelbösel. Bester Mann. Traubnir auf Platz 4. Ebenfalls sehr, sehr hoch dabei. Dann haben wir mich auf Platz 10. Dann haben wir den Bitwork.net auf 15. Auf 16 den Damien und auf 17 den Percolator. Hier scheint der Stefan nicht gefahren zu sein. Oder habe ich den jetzt überlesen? Nee, der Southwest scheint hier nicht gefahren zu sein. Schade. Hat er vielleicht nicht mehr geschafft wegen der Nachtschicht. Naja, so ist es halt. Wenigstens ist er eine mitgefahren. Und ich sehe gerade, ich hätte hier auch
irgendwie hin und her wechseln können. Täglich 1, täglich 2, aber irgendwie lässt er mich nicht wechseln. Ja, die Navigation ist ein bisschen merkwürdig. Gut, aber das hat Spaß gemacht heute Abend. Wieder erwartend. Ich war ja nicht so gut drauf, aber jetzt hat es mir doch Bock gemacht. Auch wenn ich ein paar Mal gefrustet war und auch mal böse Wörter gesagt habe. Aber das gehört bei mir bei Rallye dazu. Lust und Frust liegen bei Rallye halt relativ dicht beisammen. Das ist einfach so. Ich bitte dies zu entschuldigen. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und für eure rege Chatbeteiligung und dass ihr auch so aktiv bei uns im Team mitfahrt. Das macht mir alles sehr viel Freude. Dann wünsche ich euch pro forma schon mal ein schönes Wochenende. Wir sehen uns eventuell morgen Abend wieder, wenn mein Internet mitspielt. Ich weiß allerdings noch nicht genau, was wir zocken werden. Ich habe nämlich ein paar Sachen in der Pipeline, die ich gerne machen würde. Und ich werde relativ kurzfristig entscheiden, auf was ich Lust habe. Ich hoffe, das ist für euch okay. Wenn ihr Bock habt, schaltet morgen wieder ein, wenn es wieder heißt. Wir haben immer noch keinen Slogan für diesen Kanal. Also, in diesem Sinne, der alte Mann verabscheut sich. Euch eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Wiederhauen und eingeschauen. Watch out!